Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir haben im letzten Video gesehen, wie das Switch-Statement funktioniert. Ja, jetzt würde ich es einfach wieder von Zero schreiben, wie das Switch-Statement funktioniert, dass wir das wirklich gesammelt haben. Also Switch. Switch beginnt mit Switch. Ja, da machen wir Klammer auf und schreiben Variable. Irgendeine Variable, ja, mit einem Namen. Üblicherweise ein Integer-Variable. Wir haben das letzte Mal ja eine Character-Variable gesehen. Da gibt es ein paar Besonderheiten, wie wir gesehen haben, dass man Break machen muss. Aber Switch-Variable. Gell? Pass auf, mache ich so. Geschwungene Klammer auf, sind wir schon fertig. Ja? Und jetzt schaltet dieses Switch in verschiedenen Fällen zu verschiedenen Positionen und ein Fall auf Englisch heißt Case. Ja? Also im Fall zum Beispiel Case 1, das heißt, da ruft es her, wann da innerhalb der Variable 1 steht. Und darunter kann ich nachher was programmieren. Expression 1 und was auch immer. Und abschließen tue ich das üblicherweise mit Break. Okay. Die Dinge da werden ausgeführt. Wenn in der Variable genau das ist, ja, einsteht. Wenn in Variable einsteht. So schreibe ich das. Da kennen wir sie, glaube ich, am besten aus. Ja. Und jetzt pass auf. Da mal Case 2. Da rufen wir hier mal in Variable 2. Steht das ja klar. Ne? Da machen wir Expression 2. Punkt, Punkt, Punkt. Können wir mehr dazu fügen? Fertig. Ja. Das wird natürlich ausgeführt. Wenn in Variable 2 steht. Und jetzt schreibe ich da kein Break. Achtung, ich habe jetzt kein Break geschrieben. Gell? Ich schreibe ganz cool weiter mit Case 3. Da kommen wir hin, wenn Case 3 ist. Da habe ich kein Break gemacht dazwischen. Das heißt, diese Expression 3 hier. Die wird jetzt ausgeführt. Wenn in Variable 3 steht oder 2 steht. Warum? Weil 2 fangen wir da an, machen das und dann rennen wir da weiter, weil ich habe keinen Break gemacht. Ein Break beendet immer und da unten mache ich jetzt einen Break. Das ist das Break für 2 und 3. Das unterbricht die Fälle 2 und 3. So funktioniert das normalerweise. Ja. Wir haben gesehen das letzte Mal, wenn das etwas anderes wie ein Integer ist, ja, dann funktioniert es nämlich nicht so. Dann kann es nämlich sein, dass man unbedingt dieses Break braucht. Ja. Also das letzte Mal haben wir dieses Break eben dazu schreiben müssen. Ja. Jeder Fall abgeschlossen. So, und was passiert jetzt? Das können wir erweitern, so viele Cases, wie wir wollen. Und was passiert jetzt, wenn kein einzelner Case zutreffend ist? Dann macht das nichts. Ja? Oder ich kann schreiben Default und dann machen wir Expression D, Default, zack. Kann ich auch was dazu programmieren? Ja, kann ich auch mit Break abschließen, kein Problem. Das hier
wird ausgeführt, wenn keiner der programmierten Fälle zutrifft. Wie viel Fälle ich programmiere und dann abschließen, machen wir wieder mit denen. Passt. So schaut das aus. Ja? Wunderschön, wunderschön. Default machen wir noch optional. Müssen wir nicht schreiben. Ja? So schaut das aus. Ja? Jetzt habe ich es alle gehabt, jetzt soll ich aufhören. Wenn das Werkzeug runterfällt, soll man die Arbeit einstellen. Und das mache ich. Hier das Switch-Statement habe ich jetzt niedergeschrieben. Ich hoffe, das ist klar mit dem vorigen Beispiel. Wo wir jetzt dazukommen werden, sind Schleifen. Aber vorher machen wir noch was anderes. Vorher machen wir nur Escape-Sequenzen oder eine Escape-Zeichen. Schauen wir uns das an im nächsten Video, was da gibt. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.